Herzlich willkommen zur Verleihung der Cash Digital Awards 2022 auf der DKM. Und ich darf jetzt auf unserem Messestand ganz herzlich begrüßen Christine Schönteich, hallo. Mitglied der Geschäftsleitung der Fondsfinanz. Hallo Frau Schönteich. Hallo. Frau Schönteich, die Digitalisierung schreitet immer weiter voran, gerade auch in der Maklerbranche. Was bedeutet das eigentlich für die Zukunft des Maklerberufs? Alles aus unserer Sicht. Also die Digitalisierung ist im Maklerberuf und demzufolge auch beim Maklerpool nicht mehr wegzudenken. Es ist ein ganz klares Fokusthema, welches wir seit vielen Jahren verfolgen, weil es auch viele Chancen für die Vermittler mit sich bringt, wenn der perfekte Prozess wirklich perfekt funktioniert mit aktuellen Daten, mit aktuellen Dokumenten und intelligenten Schnittstellen. Daran arbeiten wir mit Hochdruck und werden das auch weiterhin tun. Und Sie haben im September, dafür muss ich auf meinen Zettel gucken, Ihren Klauselbogen für allgemeine Betriebshaftpflichtversicherung im Bereich der gewerblichen Sachversicherung vorgestellt. Was verbirgt sich dahinter genau? Eben genau das, die Klauselbögen für Betriebshaftpflicht, aber vor allem auch einem Wunsch unserer Vermittler, dem wir gerecht werden konnten, der in den letzten Jahren immer lauter wurde. Und wir haben dann viel überlegt, wie können wir das Projekt optimal umsetzen. Und zwar ganz wichtig, dass wir eine Benchmark setzen, dass wir Mehrleistungen für den Kunden bieten, dass wir aber auch dadurch keine Mehrkosten beim Kunden verursachen und dass der Prozess selbst positiv beeinflusst wird. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Wie fällt denn bisher das Feedback der Vermittlerinnen und Vermittler auf das Produkt aus? Durchweg positiv, was uns auch zeigt, dass wir hier den richtigen Schritt gegangen sind, vor allem auch gemeinsam mit Thinksurance, mit denen wir diesen perfekten Prozess dann auch einbetten konnten. Es kommt sehr gut an, dass wir Bestandsschutz für bestehende Verträge liefern können und ja, dass das Projekt einfach mit einer großen Motivation, mit einem großen Enthusiasmus auch mit den Produktgebern umgesetzt werden konnte. Es hat irre Spaß gemacht, die Projektphase. Und jetzt gilt es daran anzuknüpfen, weitere Gesellschaften aufzunehmen, neue Sparten mit aufzunehmen. Das wird in der Zukunft unser Thema sein und darauf freuen wir uns. Frau Schönteich, was steht denn für Fondsfinanz 2023 auf der digitalen Agenda? Können Sie uns da einen kleinen Ausblick geben? Eben genau das, was ich beschrieben habe, die Weiterentwicklung der allumfassenden Maklerplattform. Dabei natürlich auch ein Fokusthema, den Zugang zu bieten zu einem der führenden Maklerverwaltungsprogramme in Deutschland. Das wird uns gerade in den nächsten Monaten und wahrscheinlich im kompletten nächsten Jahr stark beschäftigen. Aber auch darauf freuen wir uns sehr und sind quasi schon mittendrin. Dann darf ich Ihnen dafür viel Erfolg wünschen und für die Leistung im Jahr 2022 überreichen wir Ihnen jetzt gerne den, da ist er, den Digital Award von Cash. Vielen Dank. Herzlichen Dankeschön. Glückwunsch. Dankeschön. Dann zeige ich den mal in die Kamera. Vielen Dank. Gerne.